Heute schauen wir uns die Creme de la Creme der argumentativen und rhetorischen Spitzenfähigkeiten von deutschen Landwirten an. Eigentlich jetzt nur ein spezieller Landwirt auf dem Kanal Natur erleben mit Anthony Lee, der das Video auch nicht gemacht hat, der Anthony Lee, sondern ein anderer Kollege von ihm. Und diese kurzen 3 Minuten sind wirklich erhellend und erfrischend. Da bekommt man eine richtige Informationsflut und wirklich neue Erkenntnisse. Warten wir nicht einfach auf unser Glück. Ab rein da. Einen wunderschönen Sonntagmorgen wünsche ich euch. Moin. Ihr hört im Hintergrund den Bücker Dom, vielleicht hört man die Glocken. Und ihr seht die wunderschöne, sonnige, friedliche Landschaft. Heute mal kein Wind. Die Luft ist rein. Und hinter mir. Die Luft ist noch rein, weil es halt Sonntagmorgen ist und noch keiner die Möglichkeit hatte, wahrscheinlich Gülle auszufahren. Und es ist Sonntag. Da liegt das Ergebnis meiner gestrigen Plünderung. Plünderung ist auch eine interessante Ausdrucksweise. Ob er von sich aus den Begriff prägt oder ihn von irgendeinem Politiker, Zeitungsartikel oder einem anderen Medium aufgeschnappt hat, das weiß ich jetzt nicht. Aber dennoch interessant. Ja. Wie soll man das hier beschreiben? Ich erlebe hier gerade eine wunderschöne Landschaft. Natur. Natur. Unsere gemachte Kulturlandschaft gegen die natürliche Landschaft wird ein bisschen anders ausschauen. Aber es ist halt wieder eine Sache der Begriffsdefinition. Also Natur wird für mich ein bisschen anders ausschauen. Aber ich mache ja Permakultur. Hier aufsteht, aufwacht, alles ist noch nass vom Morgentau. Aber diese Empfindung ist falsch. Die ist offensichtlich nicht richtig. Ich erzähle euch mal, wie die Wahrheit ist und ihr dürft mal raten, wen ich jetzt hier gerade zitiere. Ich glaube, die wenigsten von euch werden darauf kommen. Zitat: Sie können gutes Geld verdienen, indem Sie einen Wald abholzen, aber nicht, indem Sie einen neuen pflanzen und alt werden lassen. Stimmt. Also ich kenne jetzt keinen, der mich dafür bezahlt, einen Baum zu pflanzen, mich um ihn zu kümmern und zu pflegen und dann nichts aus dem zu machen. Also dafür bekomme ich kein Geld, wenn ich den einfach... Wenn ich einen Wald aufbaue und dann nichts mit dem mache. Also bekommst du Geld dafür, dass du zum Beispiel die Bäume erntest und Holz draus machst. Unsere Landwirten und Landwirte erzielen höhere Gewinne, wenn sie mehr Land nutzen und es so intensiv wie möglich bewirtschaften, als wenn sie Land brach liegen lassen, auf dem Wildpflanzen blühen und Vögel brüten können. Stimmt auch. Also du bekommst halt viele Subventionen, aber im Grunde stimmt das ja. Bei Generationen belohnen wir Menschen nur für die Plünderung unserer natürlichen Umwelt. Und das stimmt halt auch, ne? Es werden ja solche Sachen wie Naturschäden, Ausbeutung von Menschen, Sozialaspekt, die werden ja nicht in die Kalkulation, in der Preisfindung mit einberechnet. Da geht es ja Hauptsache, wie produziere ich es am günstigsten. Ausbeutung der Natur und Menschen ist auch ein legitimes Mittel. Und was kommt dann am Ende für Kohle dabei hinten raus? Heute sehen wir, wie grundlegend falsch es ist. Es ist aus moralischer Sicht falsch, aber auch aus wirtschaftlicher Sicht. Stimmt ja auch. Ich meine, man kann ja alles ausplündern und irgendwann ist halt nichts mehr da. So wie ein sehr bekanntes Indianersprichwort, welches sagt, dass man halt Geld nicht essen kann. Darf man Indianer eigentlich noch sagen? Oder sollte ich mehr Ureinwohner Amerikas, Indigene Amerikas sagen? Ist nicht böse gemeint. Die Erträge der Bäuerinnen und Bauern sinken, weil die Böden geschädigt sind und Insekten fehlen. Das ist halt ein Aspekt. Ich würde da noch Dürren hinzufügen, Trockenheit, Überflutung, starke Regenfällen. Würde ich da alles mit in dieser Sache mit einberechnen. Nicht nur Boden auslaugen und Insektensterben, was ja letztlich beim Insektensterben auch dazu führt, dass man mehr Pestizide draufklatschen muss, wenn man halt dann Schädlingsbefälle und alles hat. Aber so, die 2 Aspekte sind halt ein Teil davon. Die Netze der Fischer bleiben leer, weil Düngemittel von den Feldern das Leben im Wasser ersticken. Ja, auch wieder ein Faktor. Andere ist halt die ganze Überfischung, warum man vielleicht dann nichts mehr fängt. Der ganze Müll, den man zum Beispiel ins Meer reinkippt. Sondern halt einfach solche Begebenheiten natürlich mit der ganzen Erwärmung, dass das Meer sich dann auch mit aufheizt und Lebensräume zerstört. Das sind halt wieder mehrere Aspekte. Das ist halt wieder nur ein Aspekt davon. Wasserkraftwerke und Atomkraftwerke werden durch Dürren stillgelegt. Der Handel entlang unserer Wasserstraßen gerät in Stocken, weil die Flüsse trocken fallen. Das ist halt jetzt
In Bezug auf andere Länder, ich denke so an Frankreich und Spanien, die haben solche Probleme oder Portugal. Ich glaube, Deutschland jetzt an sich nicht so. Also gehe ich mal davon aus, dass die Person, die wir ja hier erraten sollen, doch mehr international tätig sein müsste. Ich glaube nicht, dass jemand hätte sich vorstellen können, dass diese Worte von einem Politiker oder einer Politikerin der CDU gesprochen wurden. Diese Aussagen könnten von mir kommen, vielleicht von Ricarda Lang oder vielleicht auch von Donald Trump. Mal gespannt, wer das gesagt hat, von der CDU. Nicht nur das. Diese Worte und auch der Rest dieses Pamphlets stammen aus einer Rede vom 13. September diesen Jahres von unserer Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Das gesamte Von der Schreiben Flinten-Uschi. ist Oh, hätte ich jetzt nicht gedacht. inhaltlich nicht einmal auf dem Niveau, das man erwarten würde, dass Renate Künast so etwas sagt. Es ist linker als links und grüner als grün. Ich weiß nicht, was ich jetzt dazu sagen soll. Also das ist jetzt eine Argumentation. Hat mich ja richtig überzeugt, einfach mal auf die Landwirtschaftsministerin zu gehen, ohne irgendwie inhaltlich sie anzugreifen, sondern ihr schon so die Kompetenz abzusprechen. Und dann hat diese bösen Schlagwörter mit linker als links und grüner als grün, ja, halt einfach nur Wörter rausknallen, die halt bei der, ich glaube, bei der Zuschauerschaft ziemlich gut Anklang finden und dass man sich da wieder aufregen kann. Die Grünen. Die bösen Grünen. Die Grünen sind Schuld, Pforte. Schnelle Hilfe gegen Stress und unnötige Schuldgefühle. Dieser linke Staat, wo ich mir ehrlich gesagt schon die Frage stellen, wo denn wir hier überall links sind. Da hapert es ein bisschen. Und das von einer Person, von der man eigentlich erwarten würde, dass sie bei dieser Partei gegen diesen Populismus. Ich meine, er könnte jetzt auch auf die Argumentation drauf eingehen, was denn genau in der Rede nicht stimmt und nicht wahr ist. Warum das Grüne als Grün oder Linksgrün versifft ist. Den einzigen Populismus, den ich jetzt bis jetzt gesehen habe, kommt von Ihnen, lieber Herr Landwirt. Gar keine Argumentation, einfach nur bis jetzt Schlagwörter rausgeworfen und Ihre Empörung. Mehr war es bis jetzt nicht. Politischen blanken Populismus von der ersten Zeile bis zum letzten Wort ankämpft. Nein, es stammt von ihr, von der CDU und ihrem Spitzenpersonal. Hier wird eine Welt beschrieben, die es nicht gibt. Ach so, es gibt gar kein Insektensterben. Unsere Böden sind nicht ausgelaugt. Die Meere sind nicht überflutet. Man muss hier mal Marc-Robert Lehmann anrufen. Ich glaube, der lebt in der Scheinwelt. Aha, haben nun Haie Koks oder nicht? Now scientists Brazil report the first proof the animals are indeed exposed to cocaine. Also man hat jetzt Beweise, dass die Haie in Brasilien offensichtlich mit Kokain in Berührung kommen. Landwirte bekommen Subventionen für nachhaltiges und naturnahes Handeln. Da gibt es die meisten Subventionen. Und hier wird eine Welt beschrieben, die schlicht und ergreifend erstunken und erlogen ist. Wenn Sie das sagen, wie gesagt, Marc-Robert Lehmann muss davon wissen. Alles erstunken und erlogen. Ich werde jedem raten und werde auch dafür sorgen, dass diese Rede verbreitet wird bei all meinen Berufskollegen. Dafür werde ich gleich anfangen zu kämpfen. Ich werde euch die Rede auch verbreiten, weil unter diesem Video findet man eigentlich nur einen Spendenlink. Ein PayPal-Spendenlink. Keine Quelle zur Rede, gar nichts. Die Rede dauert auch eine Stunde von dem Tag. Den werde ich auch euch unten verlinken, ist auf Englisch, ist halt die Europäische Union. Von daher, aber das mit der Aufklärungsarbeit hapert so ein bisschen halt, wenn man schon eine ziemlich große Reichweite von gut 150.000 Aufrufe und Klicks hat und halt einfach nur ja, ein PayPal-Spendenlink in die Videobeschreibung schreibt. Da hat man sich sehr viel Mühe gegeben. Dass wir die verbreiten. Und ich kann jeden nur auffordern, sich das genau durchzulesen, um zu verstehen, was hier gerade abläuft. Ich kann auch jedem nur empfehlen, sich mal mit der Thematik Permakultur zu beschäftigen, sich auch mal mit solchen Forschungsarbeiten wie zum Beispiel von Marc Benecke, der hat auch erst kürzlich ein Video veröffentlicht, wie das zum Beispiel mit dem Artensterben ausschaut, auch mit unseren Wettergegebenheiten, dass es auch immer schlimmer wird. Solche Sachen, dauert auch eine Stunde, ist mal ein bisschen ziemlich trocken, aber sehr empfehlenswert. Oder solche Sachen wie Marc-Robert Lehmann mal sich anzuschauen. Einfach mal Leute, die sich halt mit den Sachen auch wirklich beschäftigen, wie halt die aktuelle Lage des Meeres ausschaut, die aktuelle Lage unserer Böden. Wäre mal
vielleicht eine Empfehlung wert, anstelle sich halt dann einfach sowas anzuschauen und dann einfach nur auf meiner Meinung nach plumpe Hetze zu gehen. Das eine, das hier, kann man sich halt wie der deutsche Michael halt immer schön aufregen, sich beschäftigen lassen, immer die bösen Politiker und schon hat der Tag wieder Struktur. Oder man könnte halt sich ein bisschen Zeit investieren, in der Woche 10, 20 Stunden, das für mehrere Monate hinweg und sich mal mit der Thematik richtig beschäftigen. Ist aber mit Arbeit verbunden. Ich hoffe, ihr konntet diese hohe argumentative und rhetorische Kunst in diesem Meisterwerk erkennen. War halt einfach nur meiner Meinung nach plumper Populismus und einfach nur Hetze, um halt die Leute ein bisschen aufzustacheln, also das Klientel, was er halt dort bedient. Mehr war das jetzt eigentlich wirklich nicht. Kann vielleicht unter anderem liegen, dass dieser Landwirt hier und der Anthony Lee vielleicht einen Übersprung in nachhaltigere Landwirtschaft vielleicht verpasst haben, wie es ja bei uns Deutschen ja momentan auch der Fall ist. Fehlende Investitionen in Infrastrukturen seit Jahrzehnten. Helmut Kohl, der halt in Kupferkabel investiert hat, anstatt Glasfaser, um wieder das alles hinausstrecken. Schieben halt immer alles auf die letzte Bank, bis es halt nicht mehr geht und dann versucht man halt irgendwie noch den Status Quo zu erhalten und das meiste noch aus seiner Arbeit vielleicht noch rauszudrücken. Ja, wäre mal interessant zu wissen. Das ist jetzt eine Vermutung von mir. Ein Großteil der Kommentare kann man auch so gut wie vergessen, aber einen wichtigen Punkt, weil dann Leute geschrieben haben, ja in Deutschland sind keine Flüsse trockengelegt worden und bei uns im Sommer hat es ja sehr viel geregnet. Ich möchte nur darauf hinweisen, dass Frau von der Leyen halt EU-Kommissionspräsidentin ist und sie halt jetzt nicht nur für Deutschland redet, sondern halt für die ganze EU, also auch für Spanien, Portugal, Frankreich, Rumänien und so. Also der ganze Staatenverbund der EU. Wichtig zu wissen. Also ich weiß, dass wir Deutschen schon mal die Hälfte von Europa eingenommen hatten, dass wir halt dann vielleicht wieder zurück zu unserer wahren Größe möchten und wir halt uns nicht mit halbem zufrieden geben, sondern dann lieber Ganzes haben wollen. Okay, aber wir sind halt ein Teil der EU und Frau von der Leyen ist halt EU-Kommissionspräsidentin. Die man natürlich auch ordentlich kritisieren darf, weil die CDU hat zum Beispiel hier in Deutschland ja lange Zeit regiert und hat auch hier wesentliche Bausteine dafür gelegt, wie die Landwirtschaft heute organisiert ist, auch in der EU, im Bereich Agrar und Landwirtschaft auch viele Sachen mitgemacht haben, kann man ja inhaltlich alles ordentlich aufarbeiten und halt kritisieren. Ist halt auch wieder ein bisschen Aufwand verbunden. Ist linksgrün versifft, ist halt einfach nur ein bisschen kurz geraten, halt einfach nur die plumpe Hetze von der Bild mit aufgenommen, halt Feindbild, die Grünen. Super. Das bringt uns halt in unserem Problem überhaupt nicht weiter und dient einfach nur zur weiteren Spaltung. Aber hey, ist ja ein ordentliches Geschäftsmodell, bekommt viel Aufrufe, vielleicht auch noch Klicks, ist ja jetzt schon in YouTube ein wunderbarer Bereich geworden, auch eine schöne Ablenkung für die Leute, deutsche Michel, der sich über was aufregen und meckern kann und das ganze Zeug bleibt eigentlich wie immer, keiner bleibt aktiv, von daher vielleicht mal ein bisschen mehr aktiv werden und sich mal auch mal ein bisschen mehr in Richtung Permakultur und Natur und Nachhaltigkeit so beschäftigen. Wäre mal eine Überlegung wert, weil Problem in der Natur ist, du kannst halt zum Beispiel auch die konventionelle Landwirtschaft nicht von heute auf morgen abbauen und sagen, das machen wir nicht mehr. Bio und Permakultur und das Ganze da aufzubauen, ist halt ein Prozess, ne? Das heißt, man muss halt schon Übergänge schaffen und es parallel laufen lassen. Und dafür braucht man halt Leute und Macher. Also wer zum Macher.